Hallo Magitex-Freunde, heute widmen wir uns mal dem Blister aus der neuen Magitex Extra-Kollektion zur Bundesliga-Rückrunde 2017-2018 von Topps. Ihr seht das direkt hier vorne drauf. Inhalt sind 25 Karten inklusive eine limitierte Karte. Hinten ist das nochmal erklärt mit den limitierten Karten. Also drin ist entweder Dennis Diekmeier, Thorgan Hazard oder Yannick Haberer. Preis des Ganzen 4,99 €. Also ihr spart letztendlich 1 Cent gegenüber dem Einzelkauf von 5 Boostern. Habt hier aber auf jeden Fall eine limitierte Karte dabei. So, dann gucken wir mal rein in das Ganze. Der Blister im neuen Design, was zur letzten Hinrunde eingeführt wurde, also das Plastik und diese Faltpappe drumherum um die Booster. Und ihr seht schon die erste Neuerung im Vergleich zum Herbst ist, wir haben nur noch 5 geschlossene Booster und die extra limitierte Karte kann man nicht mehr von außen sehen. Somit könnt ihr nicht schauen, welche limitierte Karte ihr euch aussucht, sondern müsst in dem Fall blind die Blister kaufen, bis ihr die 3 limitierten Karten zusammen habt. Das ist eine Neuerung von Topps, die nicht ganz so schön ist, aber im Vergleich zur Hinrunde, wo wahrscheinlich dann keiner mehr die Blister gekauft hat, weil das mit der Verteilung auch noch so ein bisschen unglücklich gelaufen ist, ein bisschen verständlich von Topps, dass sie sagen, so können sie wieder mehr von diesen Blistern verkaufen. Für uns Sammler nicht so toll, aber da müssen wir jetzt in dem Fall mit leben. Dann gucken wir mal rein, was sich in den 5 Boostern befindet. Der erste will schon nicht so richtig aufgehen. Dann nehmen wir einfach die andere Seite. Und da haben wir William von Wolfsburg. Dann eine Duo-Karte, die Doppel-6 von Hannover 96 mit Schwegler und Bacalords. Dann haben wir eine Trikot-Karte von Bayer Leverkusen. Ein Zweitligaspieler mit Dominik Drexler von Holstein Kiel. Und ein Zweitliga-Logo, die Clubkarte vom FC Ingolstadt. Ich muss sagen, die zweite Liga in diesem Jahr zwar dann doch in der Rückrunde jetzt in dieser Extra-Kollektion vertreten, aber mit einem Spieler und der Clubkarte pro Team, also nur 2 Karten, doch relativ überschaubar. Meine Meinung, bei diesen insgesamt 207 Karten, da hätte man ruhig noch ein paar draufpacken können und die zweite Liga ein bisschen umfangreicher präsentieren. Aber wir machen erstmal weiter mit der ersten, mit Ishak Belfodil von Werder Bremen. Wieder eine Duo-Karte mit Vogt und Hübner als Defensivduo von Hoffenheim. Dann haben wir Michael Cuisance von Gladbach, Julian Schieber von der Hertha und Pablo de Blasis als Torkarte mit seinem Tor gegen Hertha BSC Berlin. Ich habe da so ein anderes Video gesehen von PAX United. Der konnte sich komischerweise gar nicht mehr an das Tor erinnern, was Pablo de Blasis gegen die Hertha geschossen hat. Kann ich persönlich jetzt gar nicht verstehen. Dann haben wir Marco Terracino vom SC Freiburg. Wir haben Pablo Insua von Schalke. Sagis Adamyan von Jahn Regensburg aus der zweiten Liga. Dann haben wir Moritz Stoppelkamp, Duisburg, ebenfalls zweite Liga. Und die Matchwinner-Karte von Finn Bartels von Werder Bremen. Nächster Booster mit dem Trikot des ersten FC Köln. Dann haben wir wieder eine Trikotkarte von Borussia Dortmund. Die Duo-Karte von Khedira und Bayer, der Doppel-6 vom
FC Augsburg, Andreas Beck von Stuttgart und Vedat Ibisevic von Hertha BSC Berlin mit seinem Tor gegen den VfL Wolfsburg. Und das letzte Päckchen, und hier ist auch die limitierte Karte drin, Yannick Haberer, die L29 vom SC Freiburg. Und als restliche Karten haben wir nochmal Julian Schieber, wir haben Simon Fallett, wir haben Steven Zuber von Hoffenheim und Lienhardt und Günther als Defensivduo vom SC Freiburg. Jetzt muss ich doch gerade da nochmal reingucken. Also, dass man es innerhalb eines Blisses direkt doppelte Karten findet. Ein bisschen unglücklich gepackt von Tops. Also da hätte ich mir gewünscht, dass man zumindest einen kompletten Blisser ohne Doppelten übersteht. Aber da die Kollektion nicht ganz so groß ist, wird uns das wahrscheinlich nicht erspart bleiben, da auch öfter auf Doppelte zu treffen. Ja, das der Inhalt des Blisters. Drei müsst ihr, wie gesagt, auf jeden Fall kaufen, wenn ihr alle limitierten Karten haben wollt. Wenn es ganz blöde läuft, dann werden es noch ein paar mehr, wenn ihr immer dieselbe zieht. Aber da kann man ja auch dem Motto von Tops folgen, sammeln und dann vor allen Dingen tauschen. Und dann kommt ihr hoffentlich auch zu all euren limitierten Karten und den restlichen, die dann noch fehlen. Ja, so viel von mir zum Blister der neuen Magitex Extra Kollektion. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Videos der Art sehen wollt, dann lasst als positives Feedback doch einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das. Wenn ihr die nächsten Videos dann nicht verpassen wollt, dann solltet ihr den Kanal auf jeden Fall abonnieren, falls ihr noch nicht regelmäßig dabei seid, dann könnt ihr euch auch benachrichtigen lassen. Und ein kleiner anderer Nebeneffekt noch, den man mal erwähnen sollte, ist, YouTube wird demnächst die Richtlinien verschärfen und dann wird es für kleinere Kanäle, wie Collectors momentan noch einer ist, enorm schwer, wieder die Videos zu verlinken und in den Videos Verlinkungen zum Beispiel zur Webseite zu setzen. Deswegen wäre es nicht unwichtig, dass ihr den Kanal abonniert und mal ganz von der Monetarisierung abgesehen, darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern nur um die Möglichkeiten, die man bei der Gestaltung und Präsentation seiner Videos hat, die YouTube im Februar oder Ende Februar den kleinen Kanälen dann wieder wegnehmen will. Das muss ich in dem Fall jetzt auch mal loswerden. Ich hoffe, dass ihr, wenn euch die Videos hier gefallen, Collectors ein bisschen unterstützt, vielleicht auch ein bisschen Werbung für den Kanal macht, so dass der Kanal noch ein paar Abonnenten dazu gewinnt und vielleicht dann irgendwann auch die Möglichkeiten wieder bekommt, die die großen YouTube-Kanäle haben. Dafür von mir schon mal ein herzliches Dankeschön, auch fürs Zusehen heute. Ich freue mich auf jeden Fall, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch, wenn ihr Kommentare hinterlasst, wie euch die neue Kollektion gefällt. Was ihr zum Beispiel auch davon haltet, dass jetzt die limitierte Karte nicht mehr zu sehen ist im Blister und man wieder blind kauft. Also hinterlasst da gerne eure Meinungen. Ich freue mich drauf und wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Ich versuche sie alle zu beantworten. Das war's von mir. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.